Dass die dann halt, keine Ahnung, früher oder später halt versuchen, um die Stadt zu übernehmen oder so. Keine Ahnung. Na gut, wir haben die Stadt jetzt noch nicht vom Bösen befreit, ne? Es kann immer noch kommen. Aber mal gucken. So. Na guck mal, da haben wir jetzt auch einen anderen Eingang zur Stadt, den wir wahrscheinlich auch nehmen könnten. So, besiege den mächtigen Heiligen im Südwesten von Marland. Also nicht in die Höhle rein, ja? Aber was ist denn in der Höhle da? Ich will da trotzdem mal hin. Also Höhlegebiet, keine Ahnung. Ist ja nur Süden, nicht Südwesten. Ich will da trotzdem mal hin und gucken. Das wäre dann Forstruinen. Oder gucke ich mir das danach an? Hm. Oh, guck mal. You're there, aren't you? Hast du noch Ausrüstung mit offenen Fertigkeiten? Ich kann sie nett und hübsch einrichten. Ja, dann machen wir Arteangriff auf. Keine Ahnung. Irgendwas, was. Jemanden hier gehört. Keine Ahnung. Ja, komm hier. Zack. Damit ist dir erstmal geholfen. Wenn du mehr brauchst, ja. Yeah. Du findest mich schon. Ja, ja. Hm. Okay. Oh, guck mal. Ich glaube, hier sind wir falsch, oder? Sieht ja nicht so ganz richtig aus, aber hier haben wir irgendwie so das nächste Gebiet später. Also müssen wir doch in dieses höhlenartige Gedöns. Die Spannung mit Rolands im Westen nimmt zu. Entsprechend wurde Gleefeld gesperrt. Verschwinde. Okay. Na gut, dann gehe ich halt wieder. Dann muss ich doch in diese komische Höhle da lang. Okay. Was muss, das muss. Und so. Das wird super. Ganz bestimmt wird das super. Aber das ist doch nicht der Südwesten. There's something lurking deep inside here. Yes, even I can sense something wrong here. Okay. Ich habe hier einen Ort, wo ich weitergehen kann. Und viele, viele Gänge. Das wird lustig. Das wird toll. Guten Tag. Na du, ihr kleinen komischen Drecksvögel hier. Ihr habt doch eh keine Chance. Ihr wisst es nur noch nicht, dass ihr keine Chance habt. Ihr wisst erst, wenn es zu spät ist. Wo kommen denn die schon wieder her? Weißt du, denkst du, ist der Kampf mal so lange vorbei? Ja, ja. Normensuche, Talent Normensuche. Ja, komm. Hol nicht rum hier. Ich hab das schon eingestellt. Elemente und Werte. Wenn du zum Beispiel gegen Feinde kämpfst, die Feuer gegenüber schwach sind, liegen deine Chancen, um zweimal höher ihren Arteangriff zu verringern. Punkt. Die Chance, dass sie sich eine Verbrennung zuziehen, ist ebenfalls um zweimal höher. Das Beste daran ist, dass du bei Feinden mit verringertem Arteangriff viermal wahrscheinlicher eine Feuerverbrennung erzielen kannst. Das gezielte Wirken von Artes auf Schwächen hat Vorteile über den realen Schaden hinaus. Okay. Das wird super. Ist eigentlich nur eine genauere Definition von sonstigen Schwächen, ne? Bist du Pflanze? Du bist Pflanze, du bist bestimmt empfindlich. Ja, ja. Nein, das wollte ich. So. Haha, Stoßzeit. Ich habe ein Achievement. Was ich schon wieder alles habe, ist ja der Hammer. Okay. Hätte jetzt gedacht, ne? Verwende es halt Feuer irgendwie. Und dann wird halt angezeigt, hey, das ist übrigens auch die Schwäche von den Dingern. Oh, nee. Leider nicht. This is nothing. Ja, ja. So siehst du auch aus. Wie ein wehleidiges Nichts. So, hier ist wieder so ein Stein im Weg. Das ist ein Dollarstein. Tag. Plantos und drei Adler. Wupti-du-di-du.
Wenn es sonst nichts ist. Guck dir das an. Einfach weg. Spinnen! Ich glaube, ich spinne! Seit dem Viertel gegenüber vorhin die Erde. Ja, nehmen wir doch mal die Erde. Einfach damit wir jemanden dabei haben hier, der ein bisschen heftigen Schaden machen kann. Vielleicht, eventuell. Wenn sie da gerade nicht nur rumstehen würde und ihren Regenschirm in die Luft heben würde. So. Bei ja, hier jetzt gecastet, ne, aber. Ihr wisst, was ich meine. That was radiant, Edna. Suppose I could learn from your level of reserve. Mhm. So, hier eine Kiste. Mit einem Schalter links. Es lässt sich nur schwer nach links schauen. Aber muss für Mode auch Opfer bringen. Ach, das sind Klamotten. So, auch diese Flügel, ja? Warte mal. Das war hier. Sonnenbrille, das war das Ding. Weil wir mega cool sind. Schalter links. Ach du Scheiße. Kann ich jetzt noch einen Schalter... Okay, also ich bin da schon sehr, sehr freigestellt, was ich da halt machen kann und will. Teufelsflügel? Oh, das geht. Rucksack? Ja, meinetwegen. Okay. Weitere Arschnutte haben wir nicht. Auch nicht. Du hier, hast du bald irgendwie gar nichts mehr vor Augen, ne? Ist ja auch kacke. Steht dir so ein Scheiter? Hat was, aber, nö. Ich finde das schön, dass halt alle Sachen einfach so jeder tragen kann, weißt du? Gut, da passt die Haarfarbe aber irgendwie nicht so richtig, so hundertprozentig. Das geht. Ich würde das mal gerne ranzoomen. Oder? Ja doch, das geht. Das kann sie tragen. Nochmal ganz kurz hier zum Vergleich hier. Vielleicht lasse ich es auch so. Obwohl. Komm. Wir probieren das mal irgendwie so ein, zwei Cutscenes durch. Es sieht bei ihr jetzt nicht so verkehrt aus. Also ihr steht das durchaus. Ja, ich bin jetzt kein Modeexperte. Aber ich sag mal so, sie kann das tragen. Ne? So wie manch andere Kartoffelsack tragen können und dann immer noch gut aussehen. Ja, ich meine mich. Nein, meine ich nicht. So, was ist hier? Ein Vogeltier. This aroma. Ja, es ist Salbei. Kennst du nicht. Kopka, yeah. Also ich muss sagen, das mit den verborgenen Artes im automatischen Modus, ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Weil es sind halt wirklich so viele Artes, das ist der Wahnsinn. Du kannst gar nicht so viel da reinmachen, wie du gerne hättest. Und ich sehe jetzt auch immer noch nicht so wirklich einen Unterschied darin, ob ich jetzt verschiedene verborgene Artes halt verwende. Aber nun gut. Ist halt wie es ist, ne? Anscheinend muss man sich jedes dieser Dinger halt mal durchlesen. Aber das ist sowas, das würde ich da halt mal offscreen machen, außerhalb des Let's. SK-Regeneration? Nein. Ach jetzt. Warte, also sonst dieses Jahr, ja, das passiert auch beim Laufen. Ach, das passiert bei diesen Linienlaufen, nicht beim freien Laufen. Okay. Macht anscheinend wirklich einen Unterschied, ob ich jetzt frei laufe oder ob ich dieses ja, vom Gegner weglaufen, laufen mache. Das klingt komisch, ist aber so.
Eine neue Fundstätte aus den Mauern eines alten Baus. This forest was a ruin too. We haven't found a ruin yet that wasn't crawling with hellions. The malevolence really is widespread. I'm sorry. It tears me up inside seeing all these ruins defiled. But if we purify the hellions while we explore the ruins, isn't that like two birds with one stone? Think about how jealous of our adventures literally every other historian and archaeologist will be. You're such a sweet, simple soul. You know that? Huh? You're right. Fretting over this won't get us any closer to our answers. We should all take a page out of Miklio's book and laugh at our worries. And if Saray thinks you're happy-go-lucky, I think Miklio's in shock. Let's get going, touchy-feely Miklio. Hey, you're doing this on purpose. Or for short, touchy-feelio. No, no nicknames. Also, ja, ich mag diese Gespräche, diese hin und wieder. Ich mag das. Let's begin the purification. Das macht mir die ganzen Charaktere doch immer so ein bisschen sympathisch. Ja, ja. Auch so ein Grund, warum mir halt dann Final Fantasy XV zwischendurch auch sehr gut gefallen hat. Could this be Elixir? The all-healing panacea made by Mautellus? Oh my, what a delightful butterfly. No. Whoops, I guess it's random o'clock again. Anyway, the elixir. You think it's the real thing? According to the celestial record, the methods used to make elixir were lost ages ago. And look! An icky beetle going creepo-crawler, creepo-crawl. Guess we won't know for sure unless we try it. You think that's safe? It'll just be a drop. Whoa, I feel rejuvenated. It is the real thing. Nice. Wish we could just buy this at the store. That'll be difficult. The only remaining elixir left in the world of humans is in custody of the church. The church, huh? Ran out of bugs, I take it. Ja, ja, plötzlich kann sie ja dann auch was sagen. Wahrscheinlich auch wirklich nur Dinge, die ihr erlaubt sind zu sagen, weil halt nicht irgendwie verboten wurde, was sie halt sagt. Ich frage mich, ob sie halt uns irgendwann sagt, was sie alles nicht sagen darf. Ob wir es selbst erfahren müssen. Ein Bambusstapel, toll. Tach, Spinne. Ich glaube, du Spinne. Ja, ja. Das wird schon. Hoffe ich. Und irgendwann müssen wir halt immer wieder das Equipment zustande kriegen, hier wieder alles hier fusionieren und hast du nicht gesehen. Und ja, zusehen, dass wir da? Hast du noch Ausrüstung? Ja, ja, habe ich hier Fokus. Wer braucht diesen Fokus? Das ist halt, ne, es gibt so Dinge, da weiß ich nicht, was machen diese Stats genau. Er hat Fokus drauf. Machen wir da doch nochmal Fokus drauf. So. Einfach mal weil. Ich habe keine Ahnung. Das ist bestimmt mega sinnfrei. Aber das sind so Dinge, damit müsste ich mich echt mal irgendwie zur nächsten Aufnahme etwas genauer mit beschäftigen. Ah, guck mal, wir sind auf dem richtigen Weg. Na, das wurde ja auch mal Zeit. Es gibt aber ganz schön viele von den Viechern, ne? Na gut, 49 Stück, ne? Eine Kiste! Ja, ihr seid schon so ein paar. Oh. Da war das Ding leider schon kaputt. Hallo! So. Einfach mal reinhalten. Das wird super. Und zack. Schneller geht kaum. Okay. Oh, guck mal, noch so ein Monolith. Hier ist ja an jeder Ecke irgendwas.
Rang. Wenn du genug Ränge erzielt hast, erhöht sich das Segnungslevel des Herrschers des Landes für dieses Gebiet. Jedes Mal, wenn das Segnungslevel eines Gebietes steigt, werden neue Gaben in diesem Gebiet bereitgestellt, die an Speicherpunkten konfiguriert werden können. Segnungslevel wirken sich auch auf die maximalen Gesamtkosten von Gaben aus. Wenn du also Gaben willst, solltest du anfangen, Ränge zu sammeln. Ja, das wird bestimmt noch lustig. Wobei ich halt nicht weiß, inwieweit ich halt manche Gaben halt brauche oder halt den Segen von manchen Ländern, wenn ich halt dann jetzt auch nicht so mega großes Gebiet da manchmal habe, ist das Gefühl. Ich glaube, manchmal sind die Gebiete dann großflächiger als es wahrscheinlich, als ich es glauben würde. Anders kann ich mir das nicht erklären. Weil wir haben ja nicht mal den das Segnungslevel von Damenstadt, Damensee irgendwie vorangebracht. Das haben wir gerade freigeschaltet und dann mussten wir auch schon wieder gehen. Mal gucken. Vielleicht ist das Spiel auch so aufgebaut, dass es sowieso heißt, ey, gehen sie auch nochmal irgendwann hier mal zurück, ne? Mit 30 stärkeren Gegnern oder so, keine Ahnung. So. Haus weg, Haus weg! Flieh doch nicht! Mistvieh. Nee, ist nicht jeder okay. So, hier. Schwächen und Resistenzen. Ja, es gibt verschiedene Arten von Resistenzen, die blau angezeigt werden, wenn du einem resistenten Feind Schaden zufügst. Resistenz. Der Schaden wird halbiert und der Feind kann sich leichter verteidigen. Hemmung. Du kannst Schaden zufügen, den Feind aber nicht zum Taumeln bringen. Wirkungslos. Schaden wird um 90% reduziert. Reflexion. Schaden wird auf dich reflektiert. Okay.